Diese Patient-Mitarbeiter-Beziehung, das ist das, was die Leute auch schätzen. Weil wir kommen in deren ihr Umfeld, wir sind fremde Leute, aber diese Bindung, Beziehung, die sich da aufbaut, das ist schon toll. Also ich bin die Anne, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite in der Sozialstation der Volkssolidarität. Ich pflege kranke Menschen zu Hause, in ihrer gewohnten Umgebung. Es macht mir Spaß, weil ich verfolge ja immer noch das Motto, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und deswegen gibt es uns, dass die Menschen einfach zu Hause versorgt werden können und nicht in eine stationäre Einrichtung müssen. Ich heiße Steffen Besig. Ich bin Patient von der Volkssolidarität seit 2008. Früher war ich in so einer WG, betreuten Wohnen, und jetzt wohne ich alleine in meiner eigenen Wohnung, wo ich selber bestimmen kann. Für mich ist es eine erhebliche Besserung, dass ich auch mal selbstständig bin, so weit wie ich kann. Wir machen alles, also fast alles. Von der Körperpflege, Anziehen, Mahlzeitenzubereitung. Wir helfen den Menschen im Haushalt. Und auch alles, was zur Behandlungspflege gehört. Medikamente, Spritzen, Wundverbände. Die kommen einmal am Tag, also früh, zum Duschen und zum Anziehen und gucken wegen Wunden und so. Wird alles wunderbar gemacht. Ich bin zufrieden. Wenn Angehörige merken, dass der Angehörige immer mehr Defizite aufweist, kann der tatsächlich bei uns anrufen. Dann wird ein Beratungstermin vereinbart, dann kommt auch eine Mitarbeiterin zu dem nach Hause und macht erstmal einen Anamnesebogen, was braucht er, was kann er noch. Wenn noch kein Pflegegrad vorhanden sein sollte, dann macht das die Krankenkasse so, dass sie dann den medizinischen Dienst der Krankenkassen zu den Leuten nach Hause schickt und dann geht das seinen Gang. Ich würde gerne die Volkssolidarität weiterempfehlen, mit gutem Gewissen. Wir kommen natürlich bei Wind und Wetter, also bei Eis, Schnee, Glätte. Also auf uns kann man sich immer verlassen. Wir kommen immer.